Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im NS-Dokumentationszentrum zu unserem zweiten Teil der vierteiligen Reihe mit C. Bernd Sucher, dem in München gut bekannten Literatur- und Theaterkenner. Seit 20 Jahren, hat er mir vorhin erzählt, ist er inzwischen auf Tour, zu einem Zeitpunkt, als ich mich noch nicht so für Literatur und Geschichte interessiert habe, also bereits. Wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind. Draußen finden Sie auch einige der zahlreichen Publikationen, insbesondere Suchers Welt, das ja erst vor kurzem erschienen ist. Er hat auch angeboten, es im Anschluss, falls Interesse besteht, noch zu signieren. Er teilt in diesen Veranstaltungen, jetzt hier am NS-Doku-Zentrum in den Vieren, die Leidenschaften mit uns, für uns zu Werken oder Autoren mit einem NS-Bezug, nachdem es beim letzten Mal um Paul Celan geht es heute um Nelly Sachs. Die beiden verband ja eine Brieffreundschaft in der Nachkriegszeit, eine längere, die nicht zuletzt natürlich auch mit dem gemeinsamen Lebensthema zusammenhing, der Beschäftigung mit der NS-Geschichte, mit dem Holocaust. Bevor ich Herrn Sucher auf die Bühne bitte, möchte ich aber auch noch die zweite Akteurin des Abends begrüßen, Marie Bloching. Marie Bloching ist Schauspielerin. Sie ist an der Otto-Falkenberg-Schule, also Studentin des Schauspiels, aber gleichzeitig auch schon seit einigen Jahren in verschiedenen Fernseh- und Filmproduktionen zu sehen, unter anderem einmal im Münchner Tatort. Und wir freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind. Ich glaube, Sie kommen aus München. Nelly Sachs kam aus Berlin, aber ich glaube, es gibt keinerlei Dialektszenen. Aber wir sind gespannt. Ansonsten freue ich mich persönlich auch sehr. Neben der Geschichte habe ich mich immer für Germanistik interessiert, habe das auch mal studiert. Und mein Lieblingsland ist Schweden, also das Land, in das Nelly Sachs fliehen musste. 1940, viele wissen das, kurz bevor, geradezu in letzter Sekunde vor der drohenden Deportation. Sucher, Frau Bloching, wir freuen uns sehr auf den Abend. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die liebevolle Begrüßung. Ich freue mich auch, dass Marie Bloching dabei ist. Und wir fangen auch, kommt noch jemand, das ist doch wunderbar. In der siebten Szene des vierten Aufzugs von Gotthold Ephraim Lessings Drama Nathan der Weise erklärt der Jude dem Klosterbruder, was das für ein Tag war, als er von dem Christen das Kind, die Recha, empfangen hatte. Ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenige Tage zuvor in Gath die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Und Nathan fährt fort, während sein Auge voller Wasser steht, wie der Klosterbruder bemerkt, dass er bei diesem Gemetzel seine Frau und 7 Söhne verloren hatte. 3 Tage und 3 Nächte verbrachte Nathan darauf in Asch und Staub. Dann erst kam die Vernunft zurück, so erinnert er sich. Und diese Vernunft sprach, so Nathan, mit sanfter Stimme: Und doch ist Gott, doch war auch Gottes Ratschluss das. Wohlan, komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist, wenn du nur willst. Steh auf. Nathan stand damals zu Darun aus dem Staube auf und rief zu Gott: Ich will. Willst du nur, dass ich will? Warum, Nathan, der Weise, wenn es doch gilt, über Nelly Sachs Gedichte und Szenen, über ihre Briefe zu handeln? Warum dieser Blick ins 18. Jahrhundert? Weil ähnlich wie dieser Nathan sich Nelly Sachs überwunden haben wird, nach dem Martyrium der europäischen Juden während des Holocaust, den die Dichter oft umschrieb als das Schreckliche, in der Sprache der Täter eben jenes Leid zu beschreiben, die Erinnerung daran wach zu behalten. Ich will, willst du nur, dass ich will. Er wollte. Kein Dichter hat wie Nelly Sachs das Leiden Israels, die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten in ähnlichem Maß zum Zentrum des eigenen Werks gemacht
wie Nelly Sachs. Wenn man in späterer Zeit fragen wird, wer den Schmerz der Jahrhundertmitte artikuliert hat, dann wird man auf Nelly Sachs hinweisen müssen. So würdigte Horst Bieneck die Dichterin und die Frau. Und Hilde Domin erklärte, Nelly Sachs habe die Erinnerung an das Unheil lebendig erhalten mit ihren Texten, unüberhörbar für die kommenden Generationen. Dennoch, Nelly Sachs Name mag vielen noch geläufig sein, ihre Werke indes können wohl kaum als bekannt vorausgesetzt werden. Und Kenntnisse über ihr Leben haben die wenigsten. Wer weiß, dass sie 1966 den Nobelpreis erhalten hatte? Wer wollte es wissen? Als die deutschen Feuilletonisten 1972 Heinrich Böll feierten, weil ihm die wichtigste literarische Auszeichnung, die es zu verleihen gibt, zugesprochen worden war, erinnerten die Literaturkritiker an die berühmten Vorgänger, an Thomas Mann und Hermann Hesse. Nelly Sachs wurde nicht erwähnt. Keineswegs wohl deshalb, weil sie 1940 ins schwedische Exil emigriert war, sondern weil sie damals schon vergessen war. Obwohl die Nobelstiftung, deren Begründungen immer in französischer Sprache gefasst sind, sehr deutlich darauf hingewiesen hatte, dass man die deutsche Dichterin ehren wollte, le poète allemande, domicilié en Suède, depuis 1940. Ich möchte Nelly Sachs dem Vergessen entreißen und der bewussten Verdrängung. Sie, die Dichterin des jüdischen Schicksals und des jüdischen Glaubens, hatte schon in den 50er Jahren, als das Wirtschaftswunder blühte in der Bundesrepublik, keine Lobby mehr und wenige Anhänger und Freunde. Gottfried Benn war angesagt, obwohl er während der nationalsozialistischen Herrschaft öffentlich alle Exilschriftsteller als Verräter gebrandmarkt und sich sehr für das politische Programm der Nationalsozialisten eingesetzt hatte. Er verkündete, dass die Emigranten die Dinge nicht mit der Schärfe gesehen und erfahren hätten, wie jene, die in Deutschland geblieben und sogar Karriere gemacht hatten. Es verwundert deshalb nicht, dass Nelly Sachs erstes Werk nach dem Krieg, der Gedichtband In den Wohnungen des Todes, zunächst in Ost-Berlin erschien, 1947. Auch ihr zweites Werk, die Gedichtsammlung Sternverdunklung, die 1947-48 entstand, erschien nicht in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in dem angesehenen Exilverlag Querido in Amsterdam. Schon am 10. Mai 1948 hatte sie den Vertrag mit dem Verleger Biermann Fischer unterzeichnet. In der Bundesrepublik der Adenauer-Ära fielen ihre Arbeiten unter den Begriff Immigrantenliteratur und wurden somit als Fremdes beiseite geschoben. Zudem wurde man damals noch weniger gern als heute erinnert. Und noch etwas gilt es zu bedenken: Nelly Sachs Gedichte und szenische Dichtungen machen es den Lesern nicht sehr leicht. Weniger, weil die Dichterin eine extrem emotionale, expressive Sprache benutzt, die Hilde Domin einmal exaltiert nannte und hinzufügte, dass neben dieser Dichtung eines außer sich geratenen, visionären Sprechens Lyriker wie Däublin, Mombart, Werfel und Else Lasker-Schüler wie disziplinierte Klassiker wirkten. Viel entscheidender ist, so denke ich, dass alle Sachs-Werke schon zur Zeit ihrer Entstehung unzeitgemäß waren. Die Sachs, die bewusst isoliert in Schweden lebte und arbeitete, nahm an literarischen Strömungen oder gar Moden nicht teil, bemerkte wohl nicht einmal, was Stefan George, Bertolt Brecht, später auch Rolf Hochhuth machten. Sie kannte das epische Theater so wenig wie das dokumentarische. Unbeeindruckt von allem Krach der Welt, widmete sie sich dem Schmerz Israels, des jüdischen Volkes, mit einem Ziel nur, das ganz wundersam und schön vom Chor der Geretteten in der Gedichtsammlung In den Wohnungen des Todes angestimmt wird. Es geht darum, den Überlebenden wieder ganz leise das Leben zu lehren. Wir Geretteten, immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub. Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels Lied, das Füllen des Eimers am Brunnen, unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen und uns wegschäumen. Wir bitten euch, zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund. Es könnte sein,
dass wir zu Staub zerfallen. Vor euren Augen zerfallen in Staub. In den Wohnungen des Todes ist ein Poem über das Leiden. Ich ehre es leidenschaftlich. Ich bewundere seine Dichterin und ich bewundere der Dichterin Mut und ihr Vermögen, einen Bericht zu einem Gedicht zu machen. Nelly Sachs dichtet nach Auschwitz, um an Adornos Diktum zu erinnern. Und sie dichtet nach Auschwitz ein Gedicht über das Morden in Auschwitz, über nie zuvor gesehene Schrecken. Adornos Verdikt, es sei barbarisch, nach dem Morden in den Konzentrationslagern Gedichte zu schreiben, war falsch. Wir wissen es heute. Nicht allein Wolfgang Hildesheimer hat schon darauf hingewiesen. Ich möchte Adornos Wort, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei, in sein Gegenteil verkehren. Nämlich, dass nach Auschwitz nur noch das Gedicht möglich ist, dazu aber auch in dem Gedicht verwandte absurde Prosa. Hildesheimer ist der festen Überzeugung, nur die Lyrik mit ihren subjektiven Wahrhaftigkeiten könne die Erfahrung Auschwitz reflektieren und die Erfahrung der Sinnlosigkeit evozieren. Nicht nur das Grauen also, sondern auch die Flucht, die furchterregende Instabilität der Welt. Das Absurde sind ihr Gegenstand. In den Wohnungen des Todes 1943 und 1944 entstanden, trug erst einen Titel, den der Verlag nicht akzeptierte, weshalb er seitdem auch in der Suhrkamp-Ausgabe von 1988 nur im Untertitel genannt wird. Dieser Untertitel ist so realistisch, so fürchterlich und zugleich so voller Liebe, dass man erschreckt. Dein Leib im Rauch durch die Luft. Und diese Gedichte wenden sich gegen Adornos Verbot, weil sie beweisen eindrücklich, dass Auschwitz, dass die Shoah zum Thema der Lyrik werden kann. Nelly Sachs gibt den Ermordeten Stimme, Worte. Die Toten werden von der Dichterin zum Sprechen gebracht. Sie berichten, was ihnen geschah. Und aus diesen Berichten wächst, und dieses Wort ist zentral in Nelly Sachs Gedichten, daraus wächst Totenklage und Totengedächtnis. Denn immer, wenn die Dichterin tot schreibt, tot denkt, schreibt sie von den Lebenden und denkt an sie, thematisiert Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Sie sucht die Toten, die Lebenden zu mahnen, zu erinnern und zu trösten. Sie findet für diese Spurensuche die schönsten, die absonderlichsten Bilder. Tote, so schreibt sie, verrieten sich nicht, weil sie würden Rauch oder sie würden Sand. Himbeeren verraten sich im schwärzesten Wald durch ihren Duft. Aber der Toten abgelegte Seelenlast verrät sich keinem Suchen. Und doch finden die Lebenden die Toten. Und nichts Fürchterliches hat dieser Fund. Ich habe dich wiedergesehen. Rauch hat dich gezeichnet. Beginnt eines der frühen Gedichte, schwarz und düster, und es endet Licht. Ich habe einen Halm des Windes gefasst. Eine Sternschnuppe hing daran. Wer das erste Gedicht aus den Wohnungen des Todes liest, der muss fühllos sein oder sehr gefasst, wenn sich seine Augen nicht wie Nathans mit Wasser füllen. Ihren eigenen Zeilen hat Nelly Sachs zwei Verse Hiobs vorausgeschickt, was sie häufig macht. Bibelworte oder Funde aus der Kabbala oder Sentenzen von berühmten Rabbinern. Was sie findet, wird letztlich zum eigenen Stil. Nelly Sachs ist den jüdischen Mystikern mindestens so nah wie den Expressionisten. Sie mag die starken Bilder und vor allem jene, ich werde noch darauf verweisen, in denen die Natur und der Mensch zu einem Einklang finden. Wie zum Beispiel bei Rabbi Nachman, den sie häufiger zitiert. Es gibt Steine wie Seelen, finden wir zum Beispiel in den Wohnungen des Todes. Die Hiob-Worte zu Beginn dieser Sammlung lauten: Und wenn diese meine Haut zerschlagen sein wird, so werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Die Zeilen künden von Auferstehung, künden letztlich von Hoffnung. Und sie sind deutlich: ohne Fleisch Gott schauen, weil in den Wohnungen des Todes das Fleisch verbrannt und durch die Schornsteine als Rauch zu Gott hinaufweht. Oh, die Schornsteine, auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes. Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft, als Essenskehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde, oder war es ein Sonnenstrahl? Oh, die Schornsteine, Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub.
Wer erdachte euch und baute Stein auf Stein den Weg für Flüchtlinge aus Rauch? Oh, die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. Oh, ihr Finger, die Eingangsschwelle legend wie ein Messer zwischen Leben und Tod. Oh, ihr Schornsteine, oh, ihr Finger, und Israels Leib im Rauch durch die Luft. Schon hier im ersten Gedicht der Sammlung taucht das Wort Staub auf, als Hiobs Staub. Es ist eine von der Sachs häufig verwandte Vokabel, ist Zeichen für alles Lebendige und für alles Vergängliche und wird von der Dichterin als Metapher benutzt und vielfältig verändert. In den Wohnungen des Todes finden wir den Sehnsuchtsstaub, den namenlosen Staub, den Staub, der das Licht verdeckt. Und den Satz: Unser Gestirn ist vergraben in Staub. In der Sammlung Sternverdunklung und reißend ist die Zeit finden wir den Sternstaub. Und auch den Staub als Chiffre für den Weg vom Tod zum ewigen Leben gibt es. Dein Staub vernehmlich ruft zum ewigen Leben. Zwei andere Symbole scheinen mir in dem Sachsband Fahrt ins Staublose, in dem die zitierte Gedichtsammlung einen Eingang gefunden haben, wichtig. Und beide, so glaube ich, sind nicht nur Metaphern für das Schreckliche in den Konzentrationslagern, sondern sie verweisen auf das jüdische Volk als das nie Sesshafte, immer Verfolgte, auf Ahasverus, auf das gelobte Land Israel und auf Wanderschaft. Es sind die Worte Sand und Schuh. Wer aber leerte den Sand aus euren Schuhen, als ihr zum Sterben aufstehen musstet? Fragt Nelly Sachs. Den Sand, den Israel heimholte, seinen Wandersand, brennenden Sinai-Sand. Der Sand im Schuh oder im Kinderschuh begegnet uns sehr häufig. Es gibt den heidnischen Sand und einmal finden wir Wüsten- und Goldsand. Aus dem Wüstensand holst du deine Wohnstadt wieder heim, aus den Jahrtausenden, die liegen in Goldsand verwandelt. Ein Sandbild gefällt mir am besten. Nelly Sachs erfand es für die Totenklage auf eine Tänzerin. Deine Füße wussten wenig von der Erde. Sie wanderten auf einer Sarabande bis zum Rande, denn Sehnsucht war deine Gebärde. Wo du schliefst, da schlief ein Schmetterling, der Verwandlung sichtbarstes Zeichen. Wie bald solltest du ihn erreichen? Raupe und Puppe und schon ein Ding in Gottes Hand. Licht wird aus Sand. Licht wird aus Sand. Das ist die Erlösung. Und ein Schuh, alleingelassen, zurückgelassen, schreit gen Himmel. Und dieser Schuh bittet um Gnade. Ein Schuh, verlorenes Menschenmaß. Ich bin die Einsamkeit, die ihr Geschwister sucht auf dieser Welt. O Israel, von deiner Füße Leid bin ich ein Echo, das zum Himmel gellt. Nelly Sachs erweckt Gegenstände, Verlassene, Übriggebliebene, zum Leben und die Toten auch, zu klagen und zu berichten. Sie äußern sich als Individuen in den Grabschriften in die Luft geschrieben, wie die Tänzerin oder die Markthändlerin, der Spinoza-Forscher oder der Steinsammler. Sie äußern sich als Kollektiv. Nelly Sachs komponierte Chöre, und mit ihnen gelingt es der Dichterin, den Tod, die Vernichtung, also auch die Shoah, hinter sich zu lassen, wiewohl sie eindringlich den Tod als eigentliches Weltprinzip sieht. Die Erde wird als das Gestirn des Todes beschrieben und Leben als das Schwimmen im Meer, in den Meeren des Todes. Aus den jüdischen Klageliedern, die in der jüdischen Literatur eine Tradition haben, seit dem Buch des Jeremias, klingt nun ein überirdisch tröstlicher Ton. Mit ihm bricht sie die Macht des Todes und setzt der Macht der Vernichtung, die bis zu den Chören die Gedichte beherrscht, ein Ende. Sie imaginiert eine himmlische Erlösung. Was also erreicht Nelly Sachs? Sie findet einen Weg vom Chor der verlassenen Dinge, wie dem Schuh, zum Chor der Weisen. Wir Weisen, wir klagen der Welt. Welt, warum hast du uns die weichen Mütter genommen? Und die Väter, die sagen, mein Kind, du gleichst mir. Wir Weisen gleichen niemandem mehr auf der Welt. O Welt,
Wir klagen dich an. Es gibt den Chor der Toten, die klagen und doch zugleich in den letzten beiden Strophen Heil verkünden. Wir sagen euch, zerrissen sind die Mäntel der Staubgeheimnisse, die Lüfte, die man in uns erstickte, die Feuer, darin man uns brannte, die Erde, darin man unseren Abhuf warf, das Wasser, das mit unserem Angstschweiß dahin perlte, ist mit uns aufgebrochen und beginnt zu glänzen. Wir Toten Israels sagen euch, wir reichen schon einen Stern weiter in unseren verborgenen Gott hinein. Die Wolken singen bei der Sachs einen Rettungschor. Viele Engel sind euch gegeben. Stimmen sie an. Aber ihr seht sie nicht. Bäume trösten, Tröster trösten und Ungeborene. Nach den Chören am Ende des Gedichts in den Wohnungen des Todes erhebt sich die Stimme des heiligen Landes. Damit endgültig scheint der Tod, der Allgegenwärtige, zwar nicht besiegt, allein das im Schlaf gemordete Kind aufersteht und verkündet Israel. Dieses Gedicht beginnt wieder mit einer Totenklage. O meine Kinder, der Tod ist durch euer Herz gefahren, wie durch einen Weinberg, malte Israel rot an alle Wände der Erde. Und das Gedicht endet, nein, es endet nicht froh, aber es gibt ein Flämmchen Hoffnung. Dieses Flämmchen glimmt selbst dort, wo Tränen Ewigkeit bedeuten. Das Kind, im Schlaf gemordet, steht auf, biegt den Baum der Jahrtausende hinab und heftet den weißen, atmenden Stern, der einmal Israel hieß, an seine Krone. Schnelle zurück, spricht es, dorthin, wo Tränen Ewigkeit bedeuten. Das Abschied, der immer mit Dunkel und Schwarz assoziiert wird, einen wichtigen Platz und großen Raum in dem Oeuvre von Nelly Sachs einnimmt, verwundert nicht. Ebenso das Vergehen als negative Erfahrung und das Werden als positive. Ebbe und Flut setzt Nelly Sachs gleichfalls metaphorisch Leben und Tod gegenüber. Das Leiden Israels ist Nelly Sachs Thema in all ihren Gedichten, auch den späten und in all ihren dramatischen Texten. Die Wohnung der Toten, das sind die Konzentrationslager Auschwitz und Belzec, Majdanek und Treblinka, Mauthausen, Oranienburg und Buchenwald. Das sind die großen Wohnungen. Es gab daneben viele kleine und es gab Apartments. In Minsk fuhren die Gasautos getarnt durch die Stadt wie Wohnwagen, Fenster mit Gardinen. Das war also die Sonderbehandlung, wie im Sprachgebrauch des Unmenschen die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa verkleinert wurde, die Hitler am 30. Januar 1939 in einer Reichstagsrede angekündigt hatte, also vor 80 Jahren. Nelly Sachs konnte fliehen nach Schweden, entkam den Unmenschen und lebte fortan in einem Land, das sie sich aus Sprache schuf. Für sie, für die deutsche Sprache, in der sie schrieb und dachte, für sie kämpfte sie. Ich halte sogar eines der Gedichte aus der Sternverdunklung für einen Aufruf, den Deutschen nach einem Sieg über dieses Land ihre Sprache nicht zu nehmen, denn sie wurde, so die Sachs, von den Nationalsozialisten maskiert bloß, zeigt in den Zeiten der Schrecknisse nur ihre dunkle, dem Himmel abgewandte Seite. Aber sie hat, strahlend hell, eine andere Seite. Völker der Erde, zerstöret nicht das Weltall der Worte. Zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. Völker der Erde, oh, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt, und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde, lasset die Worte an ihrer Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite wie eine Maske dahinter die Nacht gähnt, die Sterne gebären helfen. Wer war diese Nelly Sachs, von der die wenigsten noch etwas wissen? Sie ist nicht einmal 50 Jahre tot. In dem kurzen Lebenslauf, den sie 1967 dem Nobelkomitee zukommen ließ, er umfasste ganze drei Sätze, schrieb sie lapidar: Nelly Sachs, geboren am 10. Dezember 1891 in Berlin, am 16. Mai 1940 als Flüchtling mit meiner Mutter nach Schweden gekommen,
seit 1940 in Stockholm wohnhaft, als Schriftstellerin und Übersetzerin tätig. Nelly Sachs starb am 12. Mai 1970, einen Monat nachdem sich Paul Celan im April 1970 das Leben genommen hatte. Egon Dahinten, ehemaliger Direktor des Goethe-Instituts in Stockholm, berichtet in einem Brief, wie Nelly Sachs auf diesen Freitod des Freundes reagierte, mit dem sie 16 Jahre lang von 1954 bis 1969 korrespondiert hatte und den sie den lieben Bruder nannte. Sie, die Seelenverwandten, Opfer der Judenverfolgung, zwei, die sich schuldig fühlten, die Shoah überlebt zu haben, sie gingen auch rasch hintereinander aus dem Leben. Lee, also Nelly, so schreibt da hinten, habe sie, als er sie im Krankenhaus besuchte, einen Augenblick fast verwundert angesehen und in unvollständigen Sätzen von Vorausgehen gesprochen. Danach legte sich der leichte Anflug von Schrecken und ihr Gesicht wurde glatt und zufrieden. Sie schien Trost in dem Gedanken zu finden, dass sie bald Bekannte drüben treffen werde. Wer war diese Frau, die einige ihrer schönsten Gedichte Paul Celan, seiner Frau Giselle de Lestrange und deren Sohn Erik sandte? Bevor ich die Frage beantworte, hier eines dieser meisterhaften Gedichte, geschrieben am 1. Mai 1961. So einsam ist der Mensch, sucht gen Osten, wo die Melancholia im Dämmerungsgesicht erscheint. Rot ist der Osten vom Hähnekrähen. O, höre mich, in der Löwensucht und im peitschenden Blitz des Äquators zu vergehen. O, höre mich, mit den Kindergesichtern der Cherubim zu verwelken am Abend. O, höre mich. Im blauen Norden der Windrose, wachend zur Nacht, schon eine Knospe tot auf den Lidern. So weiter zur Quelle. Schon am 4. Mai, also drei Tage später, bedankte sich Celan aus Paris für dieses Gedicht. Ich danke dir, wir danken dir, meine liebe Nelly, für dein Gedicht. In einsamster Stunde, ich danke dir. Ich höre dich. Bei uns in Tschernowitz pflegen die Juden, wenn sie einander auf Wiedersehen sagen, dies zu wünschen: sei gesund. Das ist keine deutsche Wendung, es ist eine jiddische. Und so lass es mich jetzt noch einmal sagen, auf Jiddisch und mit hebräischen Buchstaben: sei gesund. Dein Paul. Einmal beendet Nelly Sachs einen Brief mit einem Gruß, schön, tief und groß. Paul und Giselle mit so viel Licht, wie ich senden kann. Wer also war diese Nelly Sachs, die aus der tiefsten Dunkelheit so viel Licht verströmte, so viel Trost den Untröstlichen schickte? Leonie Sachs wurde am 10. Dezember 61 in Berlin als Tochter des Fabrikanten William Sachs und seiner Frau Margarete geboren. Sie wuchs in großbürgerlichen Verhältnissen in einer Villa im Tiergartenviertel auf. Von 1897 bis 1900 besuchte sie in Moabit eine private Dorotheenschule. Aus gesundheitlichen Gründen bekam sie die folgenden zwei Jahre Privatunterricht und danach, von 1903 bis 1905, besuchte sie wieder eine Privatschule und sie wünschte sich, so wissen wir aus späteren Briefen, den Beruf der Tänzerin. Mit 17 begann sie Aquarelle zu malen und Gedichte zu schreiben, mit Vorliebe Musik und Tanzgedichte, denn ihr Vater war ein leidenschaftlicher Klavierspieler. Diese Gedichte, schrieb sie im Alter erklärend, seien ganz aus dieser gemeinsamen Atmosphäre erwachsen, die mein Vater und mich so gut wie wortlos und doch im Innersten verband. Für die Jahre 1908 und 1909 verzeichnen die Biografen kryptisch eine körperliche und geistige Krise, ausgelöst durch ein Liebeserlebnis, an das sie sich Zeit ihres Lebens gebunden sieht. Sie sei, berichtet Nelly Sachs selbst, während ihrer Ferien an einem Kurort vom größten Schmerz der Liebe getroffen worden. Diesen Schmerz wird sie nun nicht mehr los, nimmer. Noch 1959 schreibt sie an einen Schweizer Freund, Lyriker auch er, nämlich an Rudolf Peyer. Von meinem 17. Jahr ab habe ich in einem Schicksal gestanden, dessen Schmerzenssinn mir verborgen blieb. Welch große Bedeutung diese unglückliche Liebe für sie hatte, beweisen viele spätere Gedichte, beweist vor allem aber auch das Geheimnisvolle, mit dem sie die Liebe umgab. Niemandem erklärte sie sich, nicht den besten Freundinnen, nicht den Freunden. Der einzige Mensch, der es wusste, war mein Muttchen, erklärte sie einer Vertrauten.
Und sie hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Dem Freund Walter A. Berenson, einem Literaturwissenschaftler, der sich mit Sachs Werk beschäftigte, schrieb sie Ähnliches noch 1959. Natürlich baut sich mein äußeres und inneres Leben auf einem Schicksal auf, dessen Geheimnis nur meine Mutter wusste und das niemand wissen wird. Einmal taucht dieser Mann auf, nach seiner Ermordung in einem deutschen Konzentrationslager. Ihm sind die Gebete für den toten Bräutigam gewidmet, 1947 entstanden. 1910 beginnt die Sachs mit der Arbeit an Sonetten und versucht, sie zu veröffentlichen. 1919 schickt sie die ersten Gedichte an Selma Lagerlöf. 1921 erschien ihre erste Veröffentlichung, ein dünnes Bändchen mit dem Titel Legenden und Erzählungen. 1929 erscheinen in der angesehenen Vossischen Zeitung in Berlin erste Gedichte. Und im selben Jahr befreundet sie sich mit Gudrun Dänert, einer Krankengymnastin, die durch eine abenteuerliche Reise nach Schweden, durch Gespräche mit Selma Lagerlöf und dem Prinzen Eugen es zu Wege brachte, dass Nelly Sachs mit ihrer Mutter 1939 emigrieren konnte. Anfang der 30er Jahre schrieb Nelly Sachs einige Puppenspiele und das Berliner Tagblatt publizierte wiederum einige Gedichte. Am 4. April erscheint das letzte Gedicht vor der Flucht in den Monatsblättern des Jüdischen Kulturbundes. Am 16. Mai 1940 endlich Abflug nach Stockholm. Wie die Mehrheit der deutschen Juden sah und empfand sich Nelly Sachs als Deutsche, als Erbin der deutschen Kultur, die sie stolz auch vermitteln wollte. Die Widmung, die sie Selma Lagerlöf in ihr Buch Legenden und Erzählungen schrieb, macht dies eindrucksvoll deutlich. Sachs schreibt, sie schicke einen Gruß aus Deutschland, ein Buch von einer jungen Deutschen. Dass es ihr wie den anderen Juden schwerfallen musste, zu erfüllen, was die Nationalsozialisten forderten, nämlich eine Abkehr von der deutschen Kultur, eine Hinwendung zur jüdischen, versteht sich. Schon deshalb, weil die deutschen Juden sich nach über 100-jähriger Assimilation kaum ihrer eigenen Kultur erinnern konnten. Genau deshalb pflegten sie im Kulturbund deutscher Juden das deutsche und nicht das jüdische Erbe. Nelly Sachs, wohlhabende Familie, interessierte sich für jüdische Themen gar nicht und meldete sich nur zu Wort, um gegen den Zionismus sich zu verhalten. Nach 1933 bekam Nelly Sachs zu spüren, was der Umschwung bedeutete. Sie, die zuvor Gedichte im Berliner Tagblatt und eben in der Vossischen Zeitung veröffentlichte, wurde bereits 1936 vereinnahmt als die jüdische Schriftstellerin. Gedichte von ihr erscheinen nun im israelischen Familienblatt in Hamburg und in der Wochenzeitung des jüdischen Zentralvereins. Nun muss man sich fragen, was denn bitteschön ein jüdisches Gedicht, ein jüdischer Text ist, was das sein soll. Kurt Pintus, Herausgeber der Lyrikanthologie Menschheitsdämmerung, in der die Expressionisten Aufnahme fanden, sucht nach einer Erklärung, gar nach einer Definition. Nicht die Sprache und nicht der Stoff mache ein Gedicht jüdisch, so Pintus, sondern anderes sei ausschlaggebend. Es kommt nicht auf jüdische Dekorationen und Motive an, mit denen ein Gedicht äußerlich umkleidet ist, sondern auf jüdisches Gefühl und jüdische Anschauung, aus denen es notwendig erwächst, wobei Gefühl und Anschauung durchaus nicht immer auf historische jüdische Tradition zurückzugehen braucht. Eine äußerst unklare Erklärung oder besser gar keine. Und Pintus wird noch unklarer, falls man das steigern kann, wenn er von einer jüdischen Komponente in den Gedichten der Sachs spricht. Ist Wehmut jüdisch? Sind Todesgedanken in Versen vorgebracht jüdisch? 1943 schreibt Nelly Sachs Eli, ein Mysterienspiel vom Leiden Israels, das 1951 als auf 200 Exemplare begrenzte Subskriptionsausgabe in Lund erscheint und erst 1962 durch die neue Bühne an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main uraufgeführt wurde. Als Hörspielfassung existiert und auch vertont wurde, zweimal sogar von Moses Pergament 1959 und von Walter Steffens 1967. Die Dichtung, so bekannte Nelly Sachs viel später, sei in Armut, in Krankheit, vollkommener Verzweiflung innerhalb von 3 Tagen geschrieben worden. Hier bei Eli wollen wir verweilen. Als Zeit der Handlung gibt die Autorin Zeit nach dem Martyrium an. Deshalb wird die Nationalität der Soldaten des Nachbarlandes nicht erwähnt. Aus einem Brief wissen wir, dass sie das Adjektiv Deutsch
vor dem Martyrium nach langer Überlegung getilgt hatte. Der Ort ist eine zerstörte polnische Kleinstadt. Hier wollen Überlebende des Holocaust eine neue Stadt aufbauen. Ein Haus, ein guter Ort blieb stehen, wie durch ein Wunder. Und auch sein Bewohner, der Schuster Michael, blieb verschont von der Verfolgung. Und dieser Michael, der Schuhmacher, und dieser Beruf, wir wissen es jetzt, ist ein besonderer. Dieser Michael ist eine besondere, außergewöhnliche Persönlichkeit. Er habe, berichtet die Wäscherin, den ungebrochenen Blick, nicht den unsrigen, der nur Scherben sieht. Den Balschemblick hat er, von einem Ende der Welt zum anderen. Was ist der Balschemblick? Der Blick des Balschem. Und wer ist dieser Balschem? Übersetzt heißt dieser Name Meister des Namens. Es ist ein Titel, der seit dem Mittelalter demjenigen verliehen wurde, der den wahren Namen der Lebewesen und der Dinge kennt, um ihre Geheimnisse weiß und ebenso auf sie wie durch sie wirken kann. Sein Wissen ist eine Macht. Und wenn er sie nutzt, Dinge und Lebewesen mit Gott zu vereinen, dann ist er ein Baal Shem Tov. Das ist die allgemeine Erklärung. Es gibt aber noch eine besondere. Denn es existiert ein historisch nachweisbarer Rabbi Israel Baal Shem Tov, geboren entweder 1698 oder 1700. Er war ein chassidischer Lehrer. Obwohl es Freude machte, hier weiter zu forschen, wir suchen ja nach diesem Blick. Der Baal Shem, schreibt Elie Wiesel in seinem 1972 erschienenen Buch »Chassidische Feier«, brauche nur den Blick auf seinen Gesprächspartner zu richten und schon fängt dieser Feuer. Er erkennt alle, den Dieb und den Bauern, er belohnt und er straft. Und deshalb ist sein Auftreten in Nelly Sachs Eli so bedeutsam. Er ermuntert die Juden, vor allem seine Schüler, die Hoffnung nie zu verlieren. Und er sagt ihnen auch, dass Traurigkeit durch Freude und nicht etwa durch noch mehr Traurigkeit bekämpft werden müsse. Was Wiesel dem Baal Shem als Lehrmeinung in den Mund legt, schreibt Nelly Sachs in ihren Gedichten. Der Mensch, der sich melancholisch betrachtete, werde, sobald er bereit sei, mit offenen Augen zu sehen, erst die Schöpfung erblicken und dann mit diesem Anblick die Freude wieder kennenlernen. Nelly Sachs Michael, ein Tzaddik, ein Vollkommener, ein Bewährter in der Tradition des Chassidismus. Er gilt den Menschen in der kleinen jüdischen Gemeinde als Hoffnung, auch weil er es als Schuhmacher versteht, die Sohlen an das Oberleder zu befestigen. In der jüdischen Mystik heißt dies, das Obere mit dem Unteren zu verbinden. Obere und untere Welt zusammenzubringen, ist also eine Annäherung an Gott während des Lebens auf Erden. Dieser Michael fühlt es als seine Berufung, den Mörder von Eli zu finden und zu strafen. Eli, das Gotteskind zum einen. Zum anderen ist Eli der Hirtenjunge des Dorfes. Er war von einem Soldaten mit einem Gewehrkolben erschlagen worden, als er, nur mit einem Hemd bekleidet, seinen Eltern, die zur Liquidierung geführt wurden, hinterherlief und währenddessen auf seiner Hirtenflöte blies. Die Wäscherin in diesem Drama berichtet im ersten der 17 Bilder der Bäckerin, was damals geschehen war. Und als Eli sah, mit seinen 8-jährigen Augen sah, wie sie antrieben seine Eltern durch die Kuhgasse, hat er die Pfeife an den Mund gesetzt und hat gepfiffen. Und nicht hat er gepfiffen, wie man pfeift dem Vieh oder im Spiel, sagte die Witwe Rosa, als sie noch lebte. Den Kopf hat er geworfen nach hinten, wie die Hirsche, wie die Rehe, bevor sie trinken an der Quelle. Zum Himmel hat er die Pfeife gerichtet. Zu Gott hat er gepfiffen, der Eli, sagte die Witwe Rosa, als sie noch lebte. Dieser Pfiff des Eli ist kein Pfeifen. Eli bläst den Schofar, das Widerhorn. Es ertönte, als Gott sich dem Volke Israel offenbarte. Im jüdischen Synagogendienst wird der Schofar an Rosh Hashanah und an Yom Kippur geblasen. Und dieser Signalton ist Zeichen, ist Symbol sowohl für Gottes Gericht als auch für die endzeitliche Befreiung. Eli blies, so heißt es später in dem Stück, das Heimholerhorn. Der Ton, Gericht und Gerechtigkeit verheißt, was Nathan weiß. Und doch ist Gott, oder er vergisst uns nicht. So wie die Figuren in diesem Drama symbolisch sind, sind es die Dinge. Elis Schuhe, Elis Sterbehemd, Elis Flöte.
Am Ende findet Michael den Mörder im Nachbarland, wie es heißt. Im letzten Bild auf einer Landstraße begegnet Michael dem Mann, dem Mörder, und wir erfahren, warum der Mörder zugeschlagen hat. Eine stolze Geste nur, die der Hirschen und Rehe hat ihn provoziert. Der Mann. Wenn er den Kopf nicht nach hinten geworfen hätte, so hätte ich ihn nicht erschlagen. Der Milchzahn wäre nicht mit der Pfeife herausgefallen. Aber das war gegen die Ordnung. Den Kopf nach hinten werfen, das musste zurechtgerückt werden. Und wohin hat er gepfiffen? Ein heimliches Signal? Ein Zeichen durch die Luft? Außerhalb jeder Kontrolle. Hilfe, Schuhmacher! Der Milchzahn wächst aus der Erde, beginnt mich anzuknabbern, durch meinen Schuh hindurch. Meine Füße zerfallen, werden Erde. Wo ist da die Ordnung, die Weltordnung? Ich bin am Leben, ich bin nicht tot, nicht gehangen, nicht verbrannt, nicht lebendig in die Erde geworfen. Es ist ein Irrtum, ich zerfalle, zerfalle, ich bin der Sumpf, sitze auf dem Sand, der soeben noch mein Fleisch war. Die Luft hat sich in Kreisen geöffnet, es erscheint im ersten Kreis der Embryo im Mutterleib mit dem brennenden Urlicht auf dem Kopf. Stimme? Kind mit dem Gotteslicht, lies in den Händen des Mörders. Der Mann? Meine Hände! Geht nicht fort, oh, meine Hände! Die Hände zerfallen, der Horizont öffnet sich als größter Kreis. Ein blutender Mund, wie eine niedergehende Sonne, erscheint. Stimme? Öffne dich, stummer Mund des Samuel. Stimme des Samuel? Eli! Der Mutterleib zerfließt in Rauch. Das Urlicht heftet sich an Michaels Stirn. Am Ende zerfällt der Mörder zu Staub. Und das letzte Wort hat wiederum eine Stimme. Fußspuren Israels, sammelt euch. Letzte Erdenminuten Israels, sammelt euch. Letzte Leidensminuten, sammelt euch. Seiner Struktur nach ist das Stück ein Stationendrama, wie es das mittelalterliche Spiel kannte. Auch im expressionistischen Stationendrama gibt es den sogenannten Weg und das Motiv als Weg. Nelly Sachs Sprache lässt sich wohl am ehesten beschreiben als ein lyrischer Volkston, weshalb man ihre dramatischen Werke auch als lyrische Dramen bezeichnen könnte. Die Bilder, in denen wieder der Sand und der Schuh wichtige Positionen einnehmen, sind geprägt von der Bilderwelt der Bibel, von den Mosesbüchern, dem Buch Hiob, den Psalmen und den Büchern der jüdischen Mystik des 18. Jahrhunderts, der chassidischen Geschichten. Nelly Sachs meinte in einer Anmerkung zu dem Text, sie habe einen Rhythmus geschrieben, der auch mimisch für den Darsteller die chassidisch-mystische Inbrunst anschaulich machen muss. Jene Begegnung mit der größten göttlichen Ausstrahlung, die jedes Alltagswort begleitet. Und viele Motive hat Nelly Sachs bei Martin Buber in dessen chassidischen Schriften gefunden, den Jungen mit der Hirtenflöte, das Bild vom Ungeborenen mit dem Gotteslicht und den Baal Shem-Blick. Warum mag ich dieses unaufführbare Stück, das, so denke ich, in einer Inszenierung nicht bebildert werden kann, weil seine Sprachbilder schon stark genug, vielleicht sogar zu stark sind? Ich mag es, weil der Dramatikerin so viele verschiedene Töne zur Verfügung stehen. Der Psalmenton und der Kindermärchenton und selbst beim fürchterlichsten, der Metapher Sand, ein Zauberspruchton. Daneben der volksnahe, banale Ton und hohe Lieder der Liebe und des Todes. Ich mag es, weil die Dichterin sich nicht um dramaturgische Gesetzmäßigkeiten kümmert, sondern sich eher von poetologischen Gesichtspunkten leiten lässt. Und ihr fehlendes Wissen in der Dramatik durchaus eingesteht, geradezu kokett und witzig und ein bisschen gewürzt mit Understatement. Nun, ich muss hinzufügen, dass ich nicht die geringste Kenntnis von einer klassischen Dramaturgie habe. Da, wo das Gedicht nicht auszureichen schien und die Grenzen sich sprengten, kamen diese dramatischen Versuche zustande. Ich finde es wunderbar, um zu dem Stück zurückzukehren, wie der Schuster Michael todtraurig seiner Liebe sich erinnert, seiner Braut. Hier tönt vollkommenes Glück und fürchterlichster Schmerz zugleich.
Hier wird Wort zu Musik. Und obwohl es keine Instrumente gibt, die einstimmen, ereignet sich, was Ingeborg Bachmann in ihrem Essay Musik und Dichtung formulierte. Musik und Wort, so sie gemeinsam auftreten. Sie halten die Toten wach und stören die Lebenden auf. Sie gehen dem Verlangen nach Freiheit voraus und dem Ungehörigen noch nach bis in den Schlaf. Im vierten Bild sehen wir Michael zum ersten Mal, ihn, von dem wir zuvor schon so viel erfahren haben. Er arbeitet in seiner Werkstatt, des Nachts wohl, denn Mondschein dringt durchs Fenster. Er ist allein. Er ergreift einen Schuh und hebt ihn hoch, dass er sich schwarz, die Trauerfarbe, gegen das gleißende Mondlicht abhebt. Es ist ein kleiner Damenschuh. Und Michael sagt: Du gingst so leicht. Die Gräser standen hinter dir auf. Hier, diese Spange riss, als du mir entgegeneiltest, damals. Schnell ist die Liebe. Die Sonne, wenn sie steigt, ist langsam gegen sie. Miriam. Er sinkt nieder, den Kopf zwischen den Knien. Welches Gestirn sah deinen Tod? War es der Mond, die Sonne oder die Nacht? Mit Sternen, ohne Sterne? Über den Mond zieht eine Wolke, das Zimmer ist dunkel. Eli spielt in einer nächtlichen, in einer schwarzen Welt, im Schrecklichen. Was Nelly Sachs in der Gedichtenfolge von den Wohnungen des Todes chiffrierte, wird im elften Bild bloßgelegt. Es ist Nacht. Michael ist auf seiner Suche in einem düsteren Wald angekommen. Und plötzlich dröhnen aus einem Schornstein, einem verfallenen Schornstein, der, so wünscht sich die Dichterin, die gewiss nie an theaterpraktische Probleme gedacht hat, der durch ein unsichtbares Licht beleuchtet sein soll. Es ertönt eine Stimme. Später werden in diesem Drama Sterne sprechen und Bäume, ja Sandkörner. Sie werden alle von nichts anderem künden als vom Tod der Ermordeten, von dem Blut, das im Sand versickerte, das an die Wurzeln drang und die Nester der Vögel in der Baumkrone blutig färbte. Die Stimme aus dem Schornstein spricht von Flammen, Feuer, obwohl sie diese Worte nicht benutzt. Wir Steine sind die Letzten, die Israels Leib berührten. Jeremias Leib im Rauch, Hiobs Leib im Rauch, die Klagelieder im Rauch, der Männer Wiegelieder im Rauch, Israels Freiheitsweg im Rauch. Die Szene endet mit Tod. Nelly Sachs möchte, dass die Baumwurzeln erkennbar werden als Leichen mit verrenkten Gliedern. Eine riesenhafte Gestalt umhüllt sich mit einem Gebetsmantel und spricht, während sie diese Riesengestalt sagt: Höre Israel, er unser Gott, er der eine. Darauf bricht der Schornstein zusammen und die Fußspuren im Sand fordern Michael auf, von ihm gesammelt zu werden. Michael bückt sich nun und geht dann in den Fußspuren der Toten weiter. Was er sagt, bevor der Vorhang fällt, gefällt mir gleichfalls als besonderes kostbar im Werk von Nelly Sachs. Ein Todesminutensammler hat keine Körbe, nur ein Herz zu füllen. Das Schlussbild ist Chiffre für die sittlich-religiöse Wiedergeburt der Welt, spielt also auf den jüdischen Versöhnungstag an. Das Drama orientiert sich an der jüdischen Liturgie. Neujahrs- und Versöhnungstag sind Tage des Gerichts und der Erlösung. Und es ist ebenso bezeichnend wie befremdlich, dass Hirsch, der jüdische Schneider, der, wie er sagt, auf den Schornstein zeigend dort als tot angestellt war, bei den Mördern also, erst sich seiner Sünden bekennt und danach das Schma Israel spricht, das aus dem fünften Buch Moses stammt und zur Schlussandacht des Versöhnungstages gehört, eines der wichtigsten Gebete in der jüdischen Liturgie überhaupt. Hirsch also sagt: Und ich habe sie verbrannt und ich habe Rauch gegessen und ich habe ihn verheizt. Das ihn ist groß geschrieben, er hat Gott, den einen, vernichtet. Und ich bin in den Wald gelaufen und es haben Himbeeren gestanden und ich habe Himbeeren gegessen, nachdem ich ihn verheizt habe. Und ich habe nicht sterben können, weil ich der Tod bin. Aber sieh da, sieh da. Aus dem Schornstein
spricht der Lagerkommandant und schickt ihn Marsch, Marsch in den Tod. Sterbend betet Hirsch: Höre Israel, er unser Gott, er einer. Eli, das symbolische Drama, das den Holocaust beschreibt und zugleich abstrahiert gleicht, das sei noch angemerkt und betont in seiner Struktur dem liturgischen Vollzug des jüdischen Kalenders, vor allem in der als Einheit gedachten Feste. Das Mysterienspiel gebaut wie ein Gottesdienst. Es geht im Ritus wie im Stück um Reinigung und um Umkehr. Und ein letztes Beispiel: Es gibt in diesem Drama auch die messianische Hoffnung, die an Yom Kippur Ausdruck findet. Dialog zweier Beter beweist, dass Nelly Sachs dem Morden, der Spaltung des Kosmos ein Ende setzen will, eine Harmonie sich ersehnt und eine friedliche Endzeit, Shalom. Der erste Beter erinnert zwar noch an die Qualen zuvor, doch der erste Halbsatz seiner Äußerung beschwört das Neue, beschwört das Andere, das Bessere. Die Luft ist neu, fort ist der Brandgeruch. Nach Eli entstehen in den 50er und 60er Jahren noch mehrere andere szenische Dichtungen. Nelly Sachs wünschte sich ein anderes, ein neues, ein ganz unkonventionelles Theater, wusste es recht eigentlich aber nicht zu beschreiben. Schwer über das Theater von morgen, was ich erträume, Bestimmtes zu sagen, schrieb sie in einem Brief. In der Frühzeit, der antike Mondkult in Ur, war die Bewegung der erste Ausdruck des Suchens, wofür man noch keine Sprache hatte. Für mich ist das Wort, das schöpferisch wird und seine Ausatmung in Mimus und Musik verlängert. Auf der Bühne soll der ganze Mensch leben. Ohne das Wort zu stören, soll diese Ausatmung geschehen. Alle Umschreibungen treffen die Sache, das Theater der Nelly Sachs nicht. Nicht das Adjektiv kultisch, nicht das andere oft verwendete poetisch. Fest steht, dass ihr so etwas vorschwebte wie ein Gesamtkunstwerk. Sprache, Mimus, Tanz, Bild und Musik sieht sie als gleichwertig an in ihrem visionären Welttheater. Niemand kann sagen, dass sie sich sorgt, wie denn aufzuführen ist, was in ihrer Fantasie wahrscheinlich schon längst Form und Ton angenommen hat. Sie war maßlos und eben nicht nur unkonventionell. Sie schrieb nach dem Kult oder dem Totaltheater, ein Wort, das sie selber prägte. Es gibt bei ihr keine dramatischen Fabeln oder Handlungen im vordergründig einfachen Sinn. Hoffmannsthal wünschte sich noch einigermaßen schlicht eine Bühne als Traumbild. Nelly Sachs sucht den Bühnenraum, ich zitiere, auf der Netzhaut des Menschen. Nehmen wir zum Beispiel ihr Spiel für Wort, Musik mit dem Titel Abraham im Salz, 1962 publiziert. Das Personenverzeichnis schon verblüfft. Es gibt nicht die sozialen Rollenzuschreibungen Vater und Mutter, Wächter und Ausgräber und daneben religiöse Zugehörigkeiten wie Hohepriester. Es treten auch biblische Figuren auf wie Abraham und Nimrod und seltsame Märchenfiguren wie die Wasserorakelfrau. Ähnliches lässt sich in dem 1961 publizierten Werk Beryl sieht die Nacht finden, knapp 12 Druckseiten kurz. Die beiden Hauptfiguren sind Beryl und der Zungenbaum. Außerdem treten auf Nizach, Azrela, Nacht, Stimme des Fernsehkommentators und andere Stimmen. Der Titel besteht eigentlich aus Zweien. Beryl sieht in der Nacht oder das verlorene und wiedergerettete Alphabet. Und einen Untertitel gibt es auch noch, einige Szenen aus der Leidensgeschichte der Erde. Nelly Sachs Anmerkungen nehmen ungefähr ein Sechstel des Textes ein. Dieses Spiel sei eines, das nach einer der vielen Sintfluten seinen Beginn nimmt. Das böhme Wort, nichts ist die Suche nach etwas, weiß um Auferstehung nach jedem Tod, Unverbrauchbarkeit der Schöpfungskraft. Unsere Zeit ist Sieger- und Besiegtenzeit in neuer Form des Erlebens. Der ewige Kreislauf vom Schöpfungsaugenblick an in Natur und Mensch aus- und eingeatmet. Aus dem Atem wurde der Buchstabe geboren und wieder entsteht neue Schöpfung aus dem Wort. Dies ist im Buch des Ganzen, dem Buch Zohar, dem Buch jüdischer Mystik, darin sich die Mystik der ganzen Welt trifft, eingeschrieben. Weiter lebt darin die Vorstellung der 36 geheimen Gottesknechte, die in jeder Zeit leben und auf denen das Gewicht des Universums ruht. Sie bleiben unerkannt. Diese mimische Dichtung,
ist der Entwurf eines kosmischen Dramas, das zu dechiffrieren ist nur mit der Kenntnis der Kabbala. Es ist ein Drama, in dem das Wort Thema und Handlung ist. Das Wort wird Person, Dramatis Personae. Die Reihung der Bilder ist Nachahmung des menschlichen Atems. Und sie bebildern ein Land, gebildet durch das Alphabet, wie Nelly Sachs formulierte. Das Alphabet ist das Land, wo der Geist siedelt und der heilige Name blüht. Es ist die verlorene Welt nach jeder Sintflut. Sie muss von den Schlafwandelnden mit Zeichen und Gebärden hereingeholt werden. Beryl, der, so die Dichterin, blind sein soll, ist also einer der Gottesknechte und Nelly Sachs Michael gehört gleichfalls zu diesen 36 verborgenen Gerechten, die, so der babylonische Lehrer Abayi, das Antlitz der Gottheit an jedem Tag empfangen. Wer sind die anderen in dieser Szene? Nelly Sachs ist genau und bestimmt. Azraela stellt einen gefallenen Engel dar, also den Vernichtungswillen. Nizach, dessen Name Sieg bedeutet, soll stumm sein. Für die Aufführung wünscht sich die Sachs, es möge der Versuch gemacht werden, das Wort mit den Gesten des ganzen Leibes auszuatmen. Farbe und Licht sollen, seltsame Beschreibung, geschwisterlich mitwirken. Und die Musik soll in der ihr eigenen Dimension die endgültige Vergeistigung der Materie, die das Ganze anschrebt, zur Vollendung bringen. Das hat sich bis heute kein Regisseur getraut, anders formuliert zugemutet. Wobei die Inszenierung wahrscheinlich weniger kompliziert ist, selbst wenn Fische in der Luft fliegen sollen und über dem Haupte des Beryl die Glorie des Alphabets ranken soll, als der Versuch, Zuschauern begreiflich zu machen, worum es überhaupt geht. Kurz und vereinfacht, da die Sprache nach der Sintflut verloren gegangen ist, sind die Bewohner der Arche sprachlos. Es sind Schlafende, Schnarchende, Lallende, Jammernde, Klagende, Schlafende. Alpha in der blutenden Sonne singt, es reden die Fische, aber es existieren keine Sprechenden mehr außer Beryl und dem Zungenbaum. Die beiden personifizieren die Sprache als das Singen und das Lesen. Der Zungenbaum existiert, weil und nur, weil er singt. Beryl nur, weil er liest. Das Wasser als Metapher ist für beider Sprachbehandlung von besonderer Bedeutung. Der Zungenbaum singt mithilfe seiner Blätter aus Meer. Und Beryl muss, um lesen zu können, denn er ist ja blind, ins Meer sinken. Beryl liest im Ertrinken. Beide sind auf der Suche nach der verlorenen Sprache. Ihr Kontakt zu ihr unterscheidet sich phonetisch. Der eine singt mit G, der andere singt mit K. Der Text ist ein sprachphilosophischer, ein sprachpoetischer, der Bibelworte ebenso benutzt wie Nazi-Worte, zum Beispiel das Verb ausschalten und das Substantiv die Ausgeschalteten. Am Ende dieses Rätseltextes, der selbst dann nicht zu dechiffrieren ist, wenn man Jakob Böhme zu Hilfe nimmt, der im 35. und 36. Kapitel seines 1623 entstandenen Buches Mysterium Magnum oder Erklärung über das erste Buch Moses das Motiv des Zungenbaums aufnimmt und variiert, den Baum der einigen Zunge scheidet von dem Baum, der viele Zungen hat. Genug davon, diese späten szenischen Dichtungen, die sich steigern im Abstraktionsmaß, sind meine Leidenschaft nicht. Selbst wenn Germanisten verweisen auf Nelly Sachs als die Beckett-Vorläuferin, wofür die kurze 1962 entstandene Szene eine Scheidelinie wird weiter hinausgezogen, spricht eine Sterbeszene für eine nicht benannte Sie und einen Er. Was die von mir weniger verehrten, kurz vor ihrem Tode geschriebenen Gedichte angeht, vor allem einige in dem Zyklus glühende Rätsel, sie sind mir zu enigmatisch. Ich will auch nicht so recht verstehen, dass Hans Magnus Enzensbergers Lob, abgedruckt in dem Surkamp-Band Späte Gedichte von 1968, ernstlich ein Lob ist. Enzensberger war es schließlich, der 1968 in einem Aufruf im Kursbuch die programmatische Abwendung von der Literatur in der Bundesrepublik forderte und eine Bewegung zur Entliterarisierung sich vollzog, hin zum soziologischen Dokument, zum dokumentarischen Theater und zum politischen Kampftext. Enzensberger jedenfalls, der im Mai 68 bei der Sachs betteln ging, ob sie nicht von dem Nobelpreisgeld etwas abgeben könnte für einen Kindergarten in Kuba, wo er sich damals aufhielt, er deutet undeutlich und sehr, sehr verschwommen, leicht
auf Anhieb sein, diese späten Gedichte nicht zu lesen. Wir haben es hier mit Rätseln zu tun, die in ihrer Lösung nicht aufgehen, sondern einen Rest behalten. Und auf den Rest kommt es an. Das glaube ich nicht. Deshalb gefallen mir Nelly Sachs späte szenischen Versuche nicht sonderlich. Doch bei den späten Gedichten habe ich 4 gefunden, die ich mag. Eines ist eine Liebeswidmung, vielleicht eine späte Erinnerung an jenen Menschen, der ihr so viel Leid gebracht hat und dem wir vielleicht die Dichterin Sachs verdanken, die die Liebe sublimierte und den Schmerz und sich der Kunst zuwandte. Vergebens verbrennen die Briefe in der Nacht der Nächte auf dem Scheiterhaufen der Flucht. Denn die Liebe windet sich aus ihrem Dornenstrauch, gestäubt im Martyrium, und beginnt schon mit Flammenzungen ihren unsichtbaren Himmel zu küssen. Wenn Nachtwache Finsternisse an die Wand wirft und die Luft zitternd vor Ahnungen mit der Schlinge des anwehenden Verfolgers betet, warte, bis die Buchstaben heimgekehrt sind aus der lodernden Wüste und gegessen von heiligen Mündern. Warte, bis die Geistergeologie der Liebe aufgerissen und ihr Zeitalter durchglüht und leuchtend von seligen Fingerzeigen wieder ich Schöpfungswort fand, da auf dem Papier, das sterbend singt, es war am Anfang, es war, Geliebter, es war. Das zweite Gedicht ist ein Dreizeiler und ist von solch einfacher Zartheit, dass ich immer, wenn ich ihn lese, an Nathan denken muss. Meine Liebe floss in dein Martyrium, durchbrach den Tod. Wie Leben in der Auferstehung? Einen Sprung zurück. 1949, 6 Jahre nach Eli, publizierte Nelly Sachs ihren 2. großen Gedichtband Sternenverdunklung, in dem die Dichterin den Holocaust zum Thema macht. Im 2. Zyklus dieses Bandes mit dem Titel Die Muschel saust, erinnert sie sich biblischer Gestalten und im nächsten, überschrieben Überlebende, nimmt sie sich der Mütter, der Waisen und der Greise an. Und es enthält 1949, man bedenke den Zeitpunkt, bereits eine neuerliche Warnung vor Antisemitismus. Wir sind so wund, dass wir zu sterben glauben, wenn die Gasse uns ein böses Wort nachwirft. Die Gasse weiß es nicht, aber sie erträgt nicht eine solche Belastung. Nicht gewöhnt ist sie, einen Vesuv der Schmerzen auf ihr ausbrechen zu sehen. Im Zyklus Land Israel begrüßt sie die Staatsgründung und der letzte Zyklus ist der Mutter gewidmet, die an ihrer Todeskrankheit litt und am 7. Februar 1950 starb. 1956 wird die einzige Prosaarbeit der Sachs in der Darmstädter Zeitschrift Ariel veröffentlicht, Leben unter Bedrohung. Sie ist autobiografisch, aber die Prosa platzt. Lyrische Elemente schaffen sich Raum. Die Sachs fragt, was es bedeutet, unter Diktat zu leben und wer denn überhaupt während der Nazizeit diktiert hätte. Ihre Antwort? Alle, mit Ausnahme derer, die auf dem Rücken liegen wie der Käfer vor dem Tod. Eine Hand nimmt mir die Stunde fort, die ich mit dir verbringen wollte. Sie nimmt mir die Samentüte, daraus blaue Blumen sprießen sollten. Am Ende wieder das Schma Israel. Allmählich kommen die Ehrungen. 1947 wird Nelly Sachs zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt gewählt. 1959 Verleihung des Literaturpreises des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie. 1961 Stiftung des Nelly Sachs Preises durch die Stadt Dortmund. Nelly Sachs wird die erste Preisträgerin. 1965 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und anschließend der erste und einzige Besuch der Stadt nach der Flucht als Gast der Stadt. 1966 Verleihung des Nobelpreises an Nelly Sachs und Joseph Agnon. Nelly Sachs war in ihrem Leben mehrfach psychisch krank, verbrachte längere Aufenthalte in Nervenheilanstalten. Nach dem schmerzhaften Liebeserlebnis in ihrer Jugend und nach dem Tod ihrer Mutter erlitt sie sogenannte Nervenzusammenbrüche. Wie sensibel sie und wie verletzlich sie war, zeigen jene Krankheitsschübe, die sie heimsuchten nach der Sendung und den Kritiken zu Moses Pergaments Eli-Oper zum Beispiel. Sie litt aber darüber hinaus auch an Paranoia-Anfällen, fühlte sich verfolgt und suchte Schutz. In ihrer Krankheit steht, wie in ihrer Dichtung, die Frage
nach der Identität im Zentrum. Eine deutsche Dichterin mit einer aufgezwungenen jüdischen Identität in einem politischen Exil. Nelly Sachs litt darunter und brauchte Freunde, meist Brieffreunde, zum Trost und zur Überwindung der Krisen. Sie korrespondierte mit Hans Magnus Enzensberger, mit Paul Celan und mit den Rundfunkredakteuren Peter Hamm und Karl Schwedhelm. Der Briefwechsel mit Schwedhelm begann im Mai 1958. Die Sachs bedankte sich für eine Besprechung ihres Bandes und niemand weiß weiter im Süddeutschen Rundfunk. Die Anrede in diesem Brief: Lieber sehr verehrter Herr Schwedhelm. Im August desselben Jahres, sie hatte Gedichte des Journalisten erhalten, schreibt sie: Lieber so verehrter Dichter und Freund Karl Schwedhelm. Bald findet sich: Lieber Freund Karl Schwedhelm. Auch deshalb ist Nelly Sachs mir lieb, weil sie Menschen, die sie schätzt, schnell in ihr Herz schließt, ihnen nahe zu sein wünscht und doch diskret Distanz wahrt. In seinem letzten Brief an die Dichterin am 5. Dezember 1969 preist Schwedhelm die verehrte Nelly Sachs kurz vor ihrem Geburtstag als eine Literatin. Die unsere Sprache und die Dimensionen der geträumten Wahrheit erweitert hat, die Klage in Gesang verwandelt. Danke. Bitteschön. Den Kontakt zu Celan suchte die Sachs. Im Mai 1954 dankt sie für das tiefe Erlebnis, das ihr die celanschen Gedichte gegeben hätten. Während sie ihn mit lieber Dichter Paul Celan anschreibt, bleibt er bei sehr verehrte gnädige Frau. Sie schreibt lieber Freund Paul Celan. Er antwortet, liebe, verehrte Nelly Sachs. Bald schließt Nelly Sachs in ihre Wünsche auch Celans Frau Giselle ein. Diese Freundschaft war es, was sie sich erwünschte. Sie, die sich fremd fühlte in dem Gastland, brauchte ein Gespinst, engmaschig gewoben, das sie auffangen sollte in ihrer seelischen Absturzgefährdung. Lieber Paul Celan, schreibt sie im Oktober 1959, wir wollen uns weiter einander die Wahrheit hinüberreichen. Zwischen Paris und Stockholm läuft der Meridian des Schmerzes und des Trostes. Aus dem Freund wird dann allmählich der Bruder. 1960 duzt man sich. Im Mai 1960 verbringt Nelly Sachs mit den Celans einige Tage in Zürich. Sie war gekommen, um den ihr zugesprochenen Droste-Preis in Empfang zu nehmen. Sie wollte aber nicht im deutschen Meersburg übernachten und nahm am Tag der Feierlichkeiten ein Schiff über den Bodensee. Am 25. Mai notiert Paul Celan in sein Tagebuch, dass Nelly Sachs im Hotel Storchen abgestiegen sei und sie ein gemeinsames Abendessen hatten in der Kronenhalle, an dem auch Ingeborg Bachmann teilnahm. Außerdem sprachen sie mit Max Frisch vor dem Hotel. Am 26. Mai finden wir die Eintragung. 4 Uhr Nelly Sachs allein. Ich bin ja gläubig. Als ich darauf sagte, ich hoffte bis zuletzt lästern zu können, man weiß ja nicht, was gilt. Am 30. Mai widmet der Dichter der Freundin ein Gedicht. Der Gedanke an Gott, an das, was vielleicht gilt, was nicht, hat Celan offensichtlich bewegt. Vom zu viel war die Rede, vom zu wenig, vom Du und Aber-Du, von der Trübung durch Helles, von Jüdischem und von deinem Gott. Davon. Am Tag einer Himmelfahrt, das Münster stand drüben, es kam mit einigem Gold übers Wasser. Von deinem Gott war die Rede. Ich sprach gegen ihn. Ich ließ das Herz, das ich hatte, hoffen auf sein höchstes, umröcheltes, sein haderndes Wort. Dein Aug sah mir zu, sah hinweg. Dein Mund sprach sich dem Aug zu. Ich hörte, wir wissen ja nicht, weißt du? Wir wissen ja nicht, was gilt. Vom 13. Juni bis zum 17. weilt Nelly Sachs bei den Celans in Paris, besucht am 14. Saint-Séverin, am 15. die Sainte-Chapelle, am 16. freut sie sich über die Place des Vosges, lernt das Café du Magot kennen und trifft Hans Magnus Enzensberger. Am 17. fliegt sie zurück nach Stockholm und bedankt sich überschwänglich und fügt hinzu: Und so umarme ich euch und bitte um den Segen für Paul und Giselle und Eric, eure Nelly. Am 2. Juli schickt sie ein Gedicht nach Paris. Überhaupt ist Nelly Sachs mir in diesen Gelegenheitsgedichten viel lieber und viel näher als in den großen Zyklen. Ich mag sie, weil sie so genau, so unverschwiemelt, so ehrlich sind. Und das Gedicht vom 2. Juli 1960 ist besonders. Es ist von einer anrührenden Zartheit. Es atmet Traurigkeit, es verstört
und betört gleichermaßen. Es ist ein Abschiedsgedicht und ein Trostpsalm. Abschied ist für Sachs Werk ein Schlüsselwort, wie sie schreibt. Ein aus zwei Wunden blutendes Wort. Abschied nehmen ist Einüben von Sterben, so wie das Schlafen und das Schweigen Vorwegnahme ist von Auslöschung und vielleicht schon Ahnung von Ewigkeit. Aus Stockholm schickt sie Schlaf und Sand. Und wer genau liest, genau hinhört, fürchtet die Krise, die Nervenkrise, die Nelly Sachs 3 Wochen später heimsuchen wird. Hilde Domin interpretierte diese schwere Krankheit als Reaktion auf ihren Deutschlandbesuch, vor dem sie sich gefürchtet hatte. Vor Aufregung und Glück über die Wiederbegegnung mit dem geliebten und gefürchteten Land erkrankte sie schwer, als habe man sie in Deutschland neu geimpft. 15 Jahre nach Kriegsende wurde ihr der Narzissmus virulent. Sie bekam einen schweren, mehrfach wieder aufflackernden Anfall von Verfolgungswahn und musste lange Zeit in einer Anstalt verbringen. Noch aber glaubt Nelly Sachs in einem Brief an Celan, der Segenswunsch am Ende macht dies deutlich, dass Gott ihr noch helfen würde, eingreifen kann. Einer steht. Schweigen, schweigen, schweigen. Nichts schreibt mehr die Sonne ein und ein Kranz des Schlafes wächst um ihn, der sich hochgereckt, höher bis ans Ende. Schlaf wächst schon in Sandigkeit. Schweigen, schweigen, schweigen. Er, oh er, lässt seinen Sand ungeweckt. Weltall nimmt den Atem ab. Ihm, der seine Gewinde gottesgesichelt fallen lässt. Menschengezeichnet schläft der Sand, Hinterlassenschaft der Liebe. Schweigen, schweigen, schweigen. Wenn der eine fort sich reckt, setzt die Knospe an im Salz. In den folgenden Wochen geht es Nelly Sachs sehr schlecht. Paul Celan denkt gar daran, sie zu besuchen, doch sie beruhigt, es ging ihr schon viel besser. Kommen jetzt nicht absolut notwendig. Am 25. Juli, 3 Tage nach dem Beruhigungstelegramm, die Krise. Und wunderbar, wie der Freund, der Bruder, der Leidensgenoss antwortet auf die verwirrten Zeilen der Frau, die er tief verehrt und innig liebt und schließlich ihre Zeilen die Genesung signalisieren. So sehr ich ein Bewunderer des Eli-Dramas bin und ihrer frühen Gedichte, so sehr berührt mich dieser Briefwechsel, weil er von einer Menschlichkeit ist, die von Menschen einander dargebracht, die letztlich an Unmenschlichkeit zerbrachen, zu Herzen geht, verunsichert und zugleich verdeutlicht, wie Liebe heilen kann. Man mache sich dabei klar, dass Celan selbst litt. Ihn beunruhigte der ansteigende Antisemitismus in Deutschland. Er zweifelte an sich und an seiner jüdischen Identität und er litt unter Verfolgungsvorstellungen. All diese Ängste und Zweifel hatte er Nelly Sachs gebeichtet, mitgeteilt, vielleicht auch aufgebürdet, sodass vielleicht ihre erneut ausbrechende Krankheit und seine überraschende Fröhlichkeit in einem Zusammenhang stehen mögen. Mag sein. Sicher ist, dass Nelly Sachs eine Höllenfahrt der Erinnerung durchmachte. Am 25. Juli 1960 der Hilferuf. Paul, lieber, nur schnell einige Zeilen. Eine Nazi-Spiritistliga jagt mich so schrecklich raffiniert mit Radiotelegraf. Sie wissen alles, wohin ich den Fuß setze. Versuchten mit Nervengas, als ich reiste. Schon seit Jahren heimlich in meinem Haus. Hören durch Mikrofon, durch die Wände. Paul Celan versucht zu trösten auf so brüderliche, so zärtliche Weise, dass man bei der Lektüre glaubt, der Schreiber und die Leserin weinten, als sie schrieben, als sie lasen. Paris am 28. Juli 1960. Meine liebe, liebe Nelly. Es geht dir besser, ich weiß. Ich weiß es, weil ich spüre, dass das Böse, das dich heimsucht, das auch mich heimsucht, wieder fort ist, ins Wissenlose zurückgewichen, in das es gehört. Weil ich spüre und weiß, dass es nie wiederkommen kann, dass es sich aufgelöst hat in ein kleines Häuflein Nichts. So, jetzt bist du frei, ein für alle Mal. Und wenn du mir den Gedanken erlaubst, ich mit dir, wir alle mit dir.
Und wenn du Lust hast, dass ich nach Stockholm komme, um noch einige schwedische Dialekte hinzuzulernen, so sag mir bitte auch das. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich nicht nur dieser Dialekte wegen käme. Von ganzem Herzen, dein Paul. Erik schickt dir ein selbstgemaltes Glasfenster aus echtestem Glas. Am 14. Dezember 1960 schickt sie in einem Brief gleich zwei Gedichte. Das zweite ist vielleicht Selbstermahnung, den Selbstqualen ein Ende zu bereiten. Gewiss dichtete sie die Erfahrung, dass der Tod, den sie zeitlebens ihren Lehrmeister nannte, weshalb sie geschrieben habe, um überleben zu können, dass dieser Tod immer noch triumphiert in und über ihr Leben. Noch feiert der Tod das Leben in dir, Närrin in der Spirale der Eile. Jeder Schritt weiter entfernt von den kindlichen Uhren und näher gefasst vom Wind, dem Räuber der Sehnsucht. Vor Ehrfurcht erheben sich Stühle und Betten, denn die Unruhe ist mehrhaft geworden. Und Türen, der Schlüssel auf Abwehr gestellt, ändert die Richtung mit Einlass nach draußen. Die weißen Schwestern sterngebadet vom Berühren der Zeichen aus Fremde, von ihm, der die Adern hier speist, aus seiner unterirdischen Quelle des Durstes, deren Divisionen sich satt trinken müssen. Und noch eins für Paul. Paul Celan in Paris, Frankreich, Nelly Sachs in Stockholm, Schweden, führen in ihrer Korrespondenz ein lyrisches Gespräch, eines der schönsten im 20. Jahrhundert. Und sie werden einander in ihren Spätwerken, auch dieses beglückend zu sehen, immer ähnlicher. 1961 am 3. September ein Brief aus dem Krankenhaus in Stockholm-Bromma, ein Gedicht, beendet mit einem langen Satz. Paul, bevor ich in 2 Tagen in die Wohnung zurückkehre, auf Versuch, ob ich wieder in Freiheit leben darf, noch diesen Gruß aus dem Krankenhaus und Segenswunsch für euch drei, meine geliebte Familie. Das Gedicht zuvor gehört zu jenen, die besonders eindringlich sind. Wer ruft? Die eigene Stimme. Wer antwortet? Tod. Geht die Freundschaft unter im Heerlager des Schlafes? Ja. Warum kräht kein Hahn? Er wartet, bis der Rosmarinkuss auf dem Wasser schwimmt. Was ist das? Der Augenblick Verlassenheit, aus dem die Zeit fortfiel, getötet von Ewigkeit. Was ist das? Schlaf und Sterben sind eigenschaftslos. Nelly Sachs aus der Vernunft geworfen, Nelly Sachs träumend, ich weiß es nicht, nur dass sie den Wahnsinn nicht fürchtete, sondern ihn annahm als eine schmerzende Gottesgabe, als ein Geschenk, das leidend macht und in der Kunst vielleicht zur Vollendung führen kann. In ihrem Nachlass fanden sich mehrere Zettel in ihren Büchern mit einem Platon-Zitat aus Phaidros, das belegt, wie sehr sie Wahn und literarisches Werken zusammendachte. Wer ohne den Wahnsinn der Musen und der Toren der Dichtkunst sich naht, in der Einbildung seine Fertigkeit werde hinreichen, ihn zum Dichter zu machen, der bleibt ein Stümper. Und seine verstandesgemäßige Kunst wird völlig verdunkelt von der des in Wahnsinn Verzückten. Im November 69 die letzten Briefe, Abschiede, Vorboten des Todes. Um den 20. April begeht Paul Celan Selbstmord in der Seine. Am 12. Mai stirbt Nelly Sachs in Stockholm und an diesem Maitag, dem 12., wird Paul Celan auf dem Cimetière Parisien bei Orly begraben. Dass Celan seit Anfang April vermisst wurde, hatte man ihr verheimlicht. Hier die letzten Lebenszeichen der beiden füreinander. Stockholm, 14. November 1969. Paul, lieber du, welche Freude für mich, deine perlende Handschrift wiederzusehen. Hab Dank. Ich bin wieder zu Hause, nachdem ich ungefähr ein halbes Jahr in 2 verschiedenen Krankenhäusern war, liege aber meistens, habe Schmerzen Tag und Nacht und lebe nur die Stunden, da ich Betäubungsmittel nehme. Freue mich so, dass du eine neue Wohnung hast. Teile dich Nacht. Deine beiden Flügel angestrahlt, zittern vor Entsetzen.
denn ich will gehen und bringe dir den blutigen Abend zurück. Deine Nelly. Am 15. Dezember nochmal Nelly Sachs. Paul, lieber du, viele gute Wünsche. Alle deine Gedichte sind bei mir in der Schmerzenszeit. Der 126. Brief und der letzte dieser Korrespondenz, undatiert, stammt von Paul Celan. Alles Frohe, liebe Nelly, alles Lichte. 1965 hatte Nelly Sachs in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten, den sie persönlich in Empfang nahm und besuchte zum ersten und einzigen Mal nach ihrer Emigration als Ehrenbürgerin der Stadt Berlin. Am 10. Dezember 1966, an ihrem 75. Geburtstag, erhielt sie aus der Hand des schwedischen Königs den Literaturnobelpreis. Sie trug ein blaues Kleid, sah sich selber in dieser Aufmachung als ein seltsames Zwitterwesen. Halb Sozietätsdame, halb Engel. Und gedachte auf sehr humorvolle Weise, denn sie war beileibe nicht ohne Witz und Ironie, sie dachte an ihren Vater. Er hätte, so sagt sie, bei dem Festakt an jedem 10. Dezember, Nellys Geburtstag nämlich, gesagt: Nun feiern Sie wieder in Stockholm das Nobelfest. Und zum Abschluss sprach sie das Titelgedicht der Sammlung Flucht und Verwandlung von 1959, das viel über ihr Leben sagt und große Bedeutung hat, denn darin wird Abschied und Flucht durchaus als Bedingung für einen neuen Anfang für Frieden gesucht. Es sei hier noch angemerkt, dass Nelly Sachs in ihren Dichtungen niemals den Begriff Exil oder Verbannung verwendet hat, sondern sie sprach von Abschied, von Asyl, von Auswanderung und von Flucht. Und dass sie den Verlust von Heimat, das Gefühl von Heimweh, nicht nur als Leiterfahrung wahrgenommen, weitergegeben hat, sondern durchaus auch als etwas Positives. Der große Empfang, von dem sie in Stockholm vor dem König spricht, ist das Rettende in der Gefahr, wie es Hölderlin verdichtete. Die Sachs also rezitierte bei dem Nobelakt die Sachs. In der Flucht, welch großer Empfang, unterwegs. Eingehüllt in der Winde Tuch, Füße im Gebet des Sandes, der niemals Amen sagen kann. Denn er muss von der Flosse in den Flügel und weiter. Der kranke Schmetterling weiß bald wieder vom Meer. Dieser Stein mit der Inschrift der Fliege hat sich mir in die Hand gegeben. An der Stelle von Heimat halte ich die Verwandlung der Welt. Schon die Frankfurter Rede und viele Briefe beweisen es. Nelly Sachs, die in ihrem Drama Nachtwache behauptete, dass nur was in der Seele geschieht, verändert die Welt. Sieht ihr Werk als ein Werk der Versöhnung. Sie will Frieden, Shalom. Weshalb sie am Ende ihres Lebens, wenn ihre Dichtung den jüdischen, den kabbalistischen, den mythischen Raum sprengen und die Welt meinen, wenn sie christliche Motive aufnimmt wie Ölberg, Kreuz und Himmelfahrt, die Namen Christus und Johannan und Franziskus verwendet, auch den Buddhismus mit einbezieht in ihre Werke, wenn sie sich sorgt um die politischen Konflikte in Israel und warnt, dass die Verfolgten nicht Verfolger werden sollen, weshalb sie am Ende ihres Lebens die ganze Menschheit zum Frieden führen will. Nicht nur der Judenleid thematisiert Nelly Sachs am Ende ihres Lebens, sondern sie bezieht in ihr Werk die ganze leidende Menschheit mit ein, eben auch die Araber und die Palästinenser, denen sie ganz bewusst als Überlebende des Holocaust einen wahrhaftigen Frieden wünscht. Mehr noch, so ein Friedensschluss sei, so schreibt sie an einem Brief, der schönste Tag des Lebens. Dieser Brief, ein Entwurf, ist verwahrt in der Königlichen Bibliothek in Stockholm, die am 10. Dezember 1971 anlässlich des 80. Geburtstages der Nelly Sachs ein Gedenkzimmer und ein Archiv für die Dichterin einrichtete. Eine Ehre, die zuvor nur August Strindberg, Selma Lagerlöf und Dag Hammarskjöld zuteil geworden war. Wie Thomas Bernhard dachte und dichtete Nelly Sachs allein über die letzten Dinge. Und sie hat wie Bernhard wundersam richtig und einfach Dinge benannt und Emotionen. Warum Nelly Sachs meine Leidenschaft ist, wird jetzt deutlich geworden sein. Allein drei Sätze möchte ich anfügen, weil sie lieb sind und mir wichtig geworden sind. Angst ist unser Erbteil, singen die Chöre. Der eine, so wünscht sich die Dramatikerin Sachs, am Mond, die anderen an der Sonne aufgehangen. So heißt es in einem Spiel von der Freiheit mit dem Titel
vergebens an einem Scheiterhaufen. Ein Seufzer. Ist das die Seele? Fragt die Lyrikerin Nelly Sachs. Und in einem anderen Gedicht ein Schrei, in wahnsinniger Verzweiflung ausgestoßen, vielleicht vor der Auslöschung, vor dem Ende. 8 Worte, die sich in mich fraßen und nicht mehr fort, nicht mehr fliehen können. Vokale und Konsonanten schreien in allen Sprachen Hilfe. Ich bedanke mich bei Machi Bloching. Wir zwei bedanken uns dafür, dass Sie gekommen sind und so aufmerksam zugehört haben. Und wenn ich Ihnen jetzt einen fröhlichen Abend wünsche, dann meine ich das auch so. Danke.